Hier an der Brücke ist ein Gegner. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Linke Seite vom Haus. Also quasi die andere Seite. Wer hat denn jetzt geschossen? Weiß ich nicht. Ich war noch im Gebüsch, ich war noch gar nicht am Haus. Ich hab mich rausgehalten, da komplett. Ich war nicht am Haus in der Nähe. Und mich hat keiner gesehen. Ich bin zwar an denen vorbeigelaufen, aber die haben mich ja, die nicht von der, vorbei. Also die links hatte ich ein bisschen im Blick aus der Brücke. Die sind wahrscheinlich ein bisschen rausgekommen. Kann sein, dass die euch gesehen haben. Da also links von uns standen noch zwei Gegner. Die haben sind wahrscheinlich ein bisschen rausgeführt. Die ich markiert hatte, ja, aber die haben mich eigentlich nicht sehen können, da wo ich dann gegangen bin. Keine Ahnung. Ich vermute, es war die irgendwann rausgegangen sind. Na, alles gut. Ich brauche doch irgendwann ein Scharfschützgewehr, das ist ein bisschen einfacher. Vielleicht mache ich ihn, versuche den zweiten Scharfschützen irgendwie. Mal gucken, da gleich in der Ausstellung gucken. Ein Zweitgewehr vor allen Dingen. Da oben in dem Haus, ne, sind auch welche. Setze Drohne ab. In dem abgefackelten Haus da? Ja. Da müssen auch irgendwo welche sein. Ja, ist also auch ein Scharfschütze. Hm? Warte, ich schleiche mich an den, mache ich. Ich schleiche mich an den ran. Ja, da hätte ich jetzt auch gemacht. Dann mach das mal. Habe ich. Gut. Wir könnten jetzt von hier oben die beiden da vor dem Tor machen. Kann ich nicht den seinen Scharfschützengewehr jetzt hier irgendwie? Das kannst du glaube ich nehmen, ja. Die müsste eigentlich gehen, ne? Markier den mal eben hier unten. Das hat aber keinen Schalldämpfer, ist das Problem. Genau, das ist meist das Problem an der Sache. Aber wir könnten. Warte mal, ich geh mal hier ein bisschen runter. Aber ich müsste eigentlich damit hier oben, ne? Feine markieren einer, können. Ja, ich bin da oben, ja. Einer rechts, einer den rechten, einer den linken. Aber also ich bin jetzt hier, nee, nicht mit dem Scharfschützengewehr. Wenn du hier weiter zu mir runterkommst, hier ist eine Plattform. Da kannst du dich nebenlegen. Ja, ich bin auf dem Weg. Von hier sollte man eigentlich recht gut drankommen. Ich habe zwar einen Schalldämpfer drauf, aber ich komme nicht von der Position hin. Ah, hier seid ihr, okay. Welcher, den rechten oder den linken? Ich würde jetzt den rechten nehmen. Okay, ja. Nehme ich den linken. Warte. Ich muss erstmal einen Blick auf den kriegen. So, jetzt, ja? Ja, wir können, wenn du willst. Boah, warte, die Palme wedelt so hin und her. Die ist ständig da davor. 3, 2, 1. Hab ich. So. Und jetzt kriege ich die nächste Drohne. Und so müssen wir es im Prinzip mit den anderen Gegnern auch machen. Die stehen eigentlich so. Immer so, dass man die praktisch zu zweit oder zu dritt gut wegkriegt. Genau. So wie von hier außen ist nämlich einer, der ist auch alleine. Den habe ich gerade markiert. Und hier unten ist einer. Den kriegst du auch gut so und den auch. Hier kommt noch einer an der Straße. Pass auf, Leute, sind zwei an der Straße. Soll ich erstmal den einen, der da an der Mauer steht? Na, warte mal kurz, bevor du den machst. Ich werde eben den anderen hier hinten mit markieren, weil der ist auch nicht. Der ist. Jetzt, kriegst du den? Hab ich. Ja, den anderen hab ich. Ja, weil wenn er den anderen jetzt nicht entdeckt hätte, dann wären wir auch aufgeflogen. Das kann aber auch das genaue gewesen sein, was ihm passiert ist. Dass sie eine Leiche gefunden haben. So. Jetzt können wir mal da runter.
Hinterm Haus, da sind jetzt 3 Stück, die müssen wir irgendwie auch zusammen machen. Zu dritt, okay. Ich versuche mal. Soll ich mit runter? Der eine ist halt, wenn er aufs Haus guckt, relativ weit links und die anderen sind beide recht. Relativ rechts. Warte mal, ich komme mit zu euch nach vorne. Warte mal. Zu dritt, okay. Oh, jetzt ein, zwei, ja, ja, ja. Ich weiß halt immer die beiden. Den einen kommt man gerade nicht ran. Also den einen hier unten an dem Pöller könnte ich jetzt. Ja. Und das Problem ist der andere da, der da um die Ecke steht. Warte, halt in meinem Auge, ich guck mal mit der Drohne, ob der gerade hier in die Richtung guckt. Der steht halt auch total bescheuert, ne? Kannst du dich weiter runterschleichen hier auf den Stein an der Ecke, dann könnte man nämlich beide abschießen. Hier? Oder noch weiter vor? Vorsicht, links, Kev, ist einer. Ich sehe dich, sehe den. Achso, der da links, ja, okay. Da, also ich sehe hier vorne den 37 Meter da, was ist es? Ja, den habe ich ja die ganze Zeit im Blick. Ja. Hast du den im Visier? Ja. Den hier vorne? Okay. Ja. Ich habe den anderen, wir können sofort loslegen. Warte mal, okay, Moment, bevor wir jetzt anfangen. Marco, der linke ist im Visier, der vorne vor mir ist im Visier und noch einer ist im Visier. Das heißt, wir können alle drei Leute gleichzeitig holen. Den hier vorne am Pöller habe ich. Und ich habe den in der Mitte, der andere ist zu weit weg. Okay, dann kümmert euch um die zwei. Ich ziehe mich gerade einen Ticken raus. Okay, 3, 2, 1. Jetzt hin. Ja. So. Und jetzt ist da hinten nämlich nur noch der eine. Ja. Der kommt, Achtung. Ausschalten? Wenn du hast, ja. Hab ich getroffen. Gut, das war's. Und jetzt müssen wir nach oben. Und jetzt bitte kein Blödsinn machen, weil sonst war alles umsonst. Ja, alles gut. Wenn ihr das so beide schafft, dann halte ich mich komplett die Füße still. Alles gut. Habt ihr mitgekriegt, was wir machen müssen? Ja, das Haus ist wohl nicht. Wir müssen den belauschen, ne? Mit der Drohne, ja, steht oben. Zeichnen Sie die Politiker mit der Drohne auf, ohne entdeckt zu werden. Wir dürfen da nicht rein. Schick da die Drohne mal rein, ne? Jo, mach du das mal. Ist das der Politiker, wo das Ausrufezeichen ist? Das Grüne ist der Politiker, wo Aufzeichnen steht. Aufnahme läuft, Lautstärke passt. Seht okay. Zu, dass ihr sein Gesicht gut drauf bekommt. Vier Sekunden. Sehr geil, Leute. Jetzt ist egal. Jetzt weg hier, ja? Weg? Oder sammeln? Ich will ein bisschen Zeugs mit sammeln. Ja, da könnte, glaube ich, was einsammeln. Das dürfte jetzt kein Thema sein. Ah, okay, ich verstehe. Wenn ich den Text da unten schon lese und höre, da weiß ich schon, worum es geht. Gut. Der hat bestimmt eine Ehefrau. Ja, sonst hätten wir. Das soll ich mir schatten müssen. Oh, was war jetzt? Der lässt sich nämlich gerade so ein bisschen, ja, naja. Ein bisschen gehen lässt sich gerade. Er war ein ungehorsamer Junge. So, Nahrungspakete. Was haben wir hier? Ah, Fähigkeitspunkte, sehr geil. Und Munition. Ja. GTA 5 gibt es ja auch so eine Mission, ne? Die letzte oder vorletzte heißt, wo du da den Schutzpunkt holen musst, ne? Mhm. Dann musst du ja auch mit drei Leuten gleichzeitig irgendwie ziemlich kommunizieren. Deswegen geht diese Mission auch. Aber alles gut, wenn ihr das so gut auf die Reihe bekommt, dann habe ich mir gerade komplett rausgehalten. Passt. Aber wir werden. Du hörst es auch wahr, wir haben's.
Casitas Tage als Kartell-Lude sind vorbei. Ich sehe mir den Scheiß nochmal an. Oh. Hier stehen Autos. Yeah. Welches hätte man denn gerne, ha? Ich bin fast Muscle Car. Dann würde alle reinpassen? Ja, ja. Klar. Markus ist der Fahrer. Ja, ich bin jetzt anscheinend der designierte Fahrer hier in der Truppe. Ja. Wohin? Ich würde sagen, dahin. Zur Koksplantage. Oh Gott. Jawohl. Koka-Plantage, ja. Es war mir klar, dass du da wieder in die Richtung willst. Markus, Gegenverkehr. Halt da, hast du einen Führerschein überhaupt? Ja. Okay. Aber nie gefahren, oder? Noch nicht. Also seitdem ich die Prüfung bestanden habe, noch nicht, nein. Merkt man. Ja, aber das fährt sich ja auch nicht so. Also so hakelig ja, 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 ja. Wie lange ist denn das her mit einer Prüfung? Schon eine Weile. Das heißt schon eine Weile. Ein gutes Jahr oder so? Ich wäre jetzt so auf 10, 15 Jahre gegangen oder so. War noch Zeit. Ist ein Jahr nicht gefahren, okay, na gut. Wisst ihr, wie lange das bei mir her ist mit meiner Fahrprüfung? Ja, du bist ja ein bisschen was älter. 22 Jahre. Seitdem nie gefahren oder bist du? Doch, klar, du bist heute gefahren mit dem Auto, ja. Ach, mein Führerschein, wann habe ich meinen Führerschein gemacht? Meiner ist auch 12 Jahre her. Ich glaube 2008 oder so habe ich. 2008 habe ich den, glaube ich, gemacht. Dezember 2008. Ich war ganz stolz, ich habe meinen Führerschein an meinem 18. Geburtstag gemacht. Ach Gott. Mhm. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie alt war ich da? 29, 21, 21, glaube ich. Ja, 21, genau. 17 angefangen und dann mit 18 an meinem Geburtstag. Wir sollten übrigens die Uhrzeit nicht aus dem Auge verlieren. Irgendjemand hatte doch hier irgendwie nur gegen bis 19 Uhr Zeit oder so, oder? Ja, so eine Mission noch und dann. Ja, machen wir die noch zu Ende und dann. Genau. Wir haben hier genug neue Material jetzt, auch für die nächsten Wochen. Dadurch, dass wir ja eben im Prinzip ein bisschen später angefangen hatten, konnte ich da schon mal das Essen und so vorbereiten. Ich wollte es auch nochmal sagen, weil ich weiß, wie gern man beim Zocken die Zeit aus den Augen verliert. Oh, das haben wir letztens gehabt bei 7 Days. Und gesagt, komm noch eine halbe Stunde und gucken auf die Uhr 3 Stunden später. Aber wenn du so im Spiel drin bist, wie jetzt zum Beispiel, dann klar. Ja, wir machen dann aber auch Feierabend. Ziemlich pünktlich. Also, kurz, wir können, wenn wir nicht weitermachen, wenn nicht alle am Start sind. Ja. Definitiv nicht. Dann lieber noch mal ein bisschen DBD. Ich würde einfach mal hier anhalten, weil viel weiter näher rankomme ich gleich. Wenn dann eh DBD, wenn nur halt, dann. Aber jetzt erstmal. Genau. Hey, egal. Ja. Die Drohne fliegt. Genau. Ich habe mich wieder ein bisschen. Die Cocaleros scheinen eine große Lieferung für das Kartell vorzubereiten. Das gibt uns die Möglichkeit, Santa Blancas. Säubern heißt wahrscheinlich, wir können einfach alles umbringen, was da drin rumläuft, oder? Ich sehe ein fünftes Ziel. Jo. Gut, dann schleiche ich mich mal jetzt ganz langsam an. In dem Haus rechts würde ich sagen, das Minimum noch einer drin. Ach, hier sind ganz viele. Ich gehe mal über rechts rein. Sicher, dass das nicht nur die 5 sind? Ach, da kommen noch mehr, da glaub mal. Einen habe ich. Mhm. Noch einen. Ja, aber es ist keiner. Oh, hier. Ich öffne mal hier also lassen wir hier den Gefangenen raus. Kannst du machen? Kann ich mir den Nachschub markieren? Tango getötet. Ich wollte gerade holen. Ich war schon drin im Gebäude. Ich schau durchs Fenster. Ja, der war am Pennen. Hier ist nichts mehr. Ja, hier weiter unten werden wahrscheinlich noch welche sein. Achso, ja, es geht noch weiter. Stimmt, das war jetzt nur der Anfang hier von der Map. Geh ich mal von aus. Guck mal, Alter, was ist denn da bei euch los, sag mal? Meine Freundin macht Essen. Schnitzel, oder wie? Ja.
Ich wollte gerade auch sagen, bestimmt Schnitzel. Die klopft gerade Schnitzel und hört Rammstein dabei. Nein. Da ist nichts mehr übrig davon. Andersrum wäre auch seltsam. Sie klopft gerade Rammstein und hört gerade Schnitzel. Naja. Nee, aber du solltest kein Schnitzel, klopfen, wenn du Rammstein hörst. Wenn du nach dem Takt gehst, passt das doch mal nicht mehr in die Pfanne. Nee, tatsächlich nur rein. Komm, mach mal den Nachtsichtmodus rein, sieht man auch was, ne? Leiche ist gefunden worden. Ich höre da noch Feinde. Ja, ich habe hier unten schon welche markiert wieder. Ja, aber links von uns sind auch welche. Also es ist nicht nur... Hier oben, da ist einer. Warte, da oben, im Gebäude. Dem links. Hallo, hier. Ist ja jetzt egal. Also von Diskretion halten wir auf jeden Fall schon mal nichts in der Gruppe. Klar, wir klopfen mal. Hei, hau ab von mir, hau ab! Was machst du da schon wieder? Kennst du doch, ne? Im Zweifel sterben. Im Zweifel immer verrecken. Wo warst du so lange? Du hast auf jeden Fall auch welche gesehen, aber hier sind noch mehr Feinde irgendwo. Mhm. Wo bist du denn? Hey, hey, hey. Nein, ich bin direkt auch tot. Ja, ich war eigentlich, ich habe ihn nicht gesehen, den Feind, der mir war nämlich noch so ein Lila nach. Aber hier oben ist ganz viel von den Unidad. Ja. Mhm. Scheiße. Aber das war Must-Have von denen, wa? Ja, hier sind auch noch mehr. Das kommt sogar noch einer da angelaufen. Ich bin auch tot. Scheiße. Ich bin auch tot. Doch, die Yvonne, die wird das Ganze jetzt hier. Hoffentlich. Einer steht doch noch irgendwo rum. Aber kannst du vergessen, deswegen die Lilan, die sind echt. Ja, ich bin jetzt aber auch in 2 Sekunden wieder da. Jetzt. Wenn jetzt der Ladebildschirm immer mal durch ist. Oh oh. So, ich bin gleich wieder tot. Boah, jetzt stirbt doch endlich. Was soll denn das? Wir sind auf dem Weg. Meinst du, das ist beruhigend? Einer weniger. So, den Kampf habe ich gewonnen. Wir kommen. Oder eilen. Wie auch immer. Boah, weiß ich nicht. Da stehen noch. Einiges. Drei Autos von denen. Versuch mal die anderen von der Plantage zu kriegen, dass wir wenigstens die Mission haben. Da stehen 4 Autos von denen. 3 hintereinander. Granate. Granate fliegt. Boah, Alter. Von der Seite kamen auch noch 2, ey, die habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Boah, das sind jeweils viele Gegner jetzt gerade. Also mich kann man gerade nicht holen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gegner quasi gerade. Da kommt das nächste Auto. Eieiei. Ich verbiss mich einfach mal, damit ihr dann spawnen könnt. Thank you.
Bin quasi jetzt wieder dabei. Sehr gut. Also da blinkt alles gerade lila da vorne bei denen. Geschafft. Von denen bekommt das Kartell keine Kokablätter mehr. Wir ziehen ab und warten auf die Reaktion. Sehr schön, der Einsatz ist abgeschlossen. Sehr gut, Leute. Aber wir haben das Problem, dass wir da irgendwie da das ganze... Kommen noch welche, ja. Die kommen da oben noch. Wir haben das ganze violette Kramzeugs noch drin. Das ist Level 6 jetzt. Erst... Ich würde sagen, zurückziehen, ja, Leute. Kommt schon, zurückziehen. Ja, einfach weg, ne? Komm. Würde ich auch sagen. Weil die sind echt, nicht schön. Nee. Leider sind die auch sehr in der Masse gerade, ziemlich viele. Ja, die werden auch immer mehr. Okay. Die Frage ist... zurücksuchen uns schnell ein Auto und wenn die nicht sofort, wenn ihr die nicht sofort alle kriegt, bevor die Verstärkung rufen... Ja, mein, hier ist ein Heli, ne? Ordentlich. Ich beeile mich, ob ich den... Ja, ich bin hinter euch. Ich komme euch. Ich versuche euch mal mit dem Heli holen zu kommen. Wo ist denn die Yvonne überhaupt? Ich mache das. Ich fliege jetzt gerade raus. Warte mal, kann ich euch hier ohne sichere Sicht. Hier, wo wir sind, ist ein guter Landeplatz. Ja. Ich muss gerade gucken, wie kann ich landen? L2, okay. Ja, genau. R2 ist hoch, L2 ist runter. Ja, ich fliege gerade an. Ich sehe euch. Bitte glaubt mir, dass ich nicht so sicher bin mit dem Heli. Ich wollte gerade sagen, der Pilot ist betrunken. Ja, der Pilot ist einfach gerade ziemlich unsicher, weil ich erstmal. Warte. Einfach runter. Ja, es ist ein anderes Gefühl als GTA. So, jetzt. Moment. So, na, ist er jetzt drauf? Nein. Nee. Jetzt. Und jetzt ab dafür. Wo haben wir denn so einen Rebellenstützpunkt? Ah, gut. Die Frage ist ja, wollte gerade sagen, wir wollten eh eine Feier machen, ne? Quasi. Ja, deswegen suche ich ja gerade irgendwie so einen Stützpunkt, wo wir uns dann also erstmal. Ja, ansonsten der, Das ist ein Heli von denen. Sammelpunkt, sind das die Dinger, wo wir uns praktisch aufhalten können? Aber wenn wir uns einfach irgendwo niederlassen und da... Flieg weiter, schnell weiter, da kommt ein anderer Heli. Von denen ja, einer. Ja, der dürfte aber ziemlich unter uns sein. Ja, ich bin unterwegs. Wir sind schneller. Weiß man nicht so genau. Im Notfall abspringen, gehen die irgendwie falsch raus. Was gut für sich. Habt ihr noch keinen? Nee. Kann man nicht nehmen. Also wir haben jetzt gerade eine Flughöhe von 2 Kilometern. Kann ich auch noch nicht freischalten. Ich habe zwar Punkte, aber ist bei mir nicht verfügbar. Die Frage ist, wo soll ich landen? Irgendwo, wo preiswert ist. Und fangen wir beim nächsten Mal sowieso wieder an dem nächstgelegenen Stützpunkt an. Also wir sehen uns bei 2,7 Kilometer, damit ich hier irgendwann mal unten bin, das dauert. Warum fließt du auch so hoch? Weil ich Lust hatte.
Ja, weniger Schub ist R2, okay. Ich lande hier mal im Dorf zwischen. Ich hoffe, dass das kein feines Dorf ist. Ja, dafür bist du noch zu hoch. Das siehst du doch nicht. Haben wir nicht irgendwo einen Startpunkt, wo man sicher sicher landen kann? Weil ich glaube, wir sind ja so in der Pampa drin, dass wir noch. Was haben wir denn hier überhaupt noch an Karten? Warte mal. Ich gucke gerade, ob wir hier irgendwie noch eine befreite Ecken haben. Ich konnte kurz abspringen und nachgucken. Gut. Alles neu. Also hier ist eigentlich alles schon. Rein theoretisch wäre, was brauchen wir denn nächste Story-Mission überhaupt? Weil wir so komplett in der Pampa sind gerade. Hier wäre die nächste. Wäre die nächste Story-Mission. Wenn wir das Blatt wenden, können wir später auf seine Unterstützung zählen. 6,8 Kilometer Flugdistanz, Alter! Ja, ich müsste dann wirklich langsam mit Schluss machen, also landen wäre jetzt echt. Ja, dann gehen wir runter. Dann machen wir das nächste Mal. Die Mission. Das sind wieder Feinde. Da unten im Stützpunkt, ne? Ja, ich glaube ja nicht, dass das eine gute Idee ist. Irgendwo mitten in der Pampa. Ja, da kann man nicht landen. Das ist eh egal. Ja, ich muss gerade wieder ein bisschen hoch, weil der. Weil das wieder Unidad-Dinger sind. Jetzt einfach da mitten aufs Feld. Ist der Plan einer Sache. Alle aussteigen. Taxi ist da. Gott. Lass mich bitte nicht wieder fliegen. Speichert das jetzt? Ich glaube, es speichert automatisch. Ja, das heißt okay. Also dann machen wir jetzt einfach Schluss, ja? Genau, wir machen jetzt einfach Feierabend. Dann gut. Gucken wir mal in der nächsten Folge irgendwann.